Ja, herzlich willkommen bei Feuerwehrwilli. Das bin ich. Wir wollen heute mal ein bisschen fleißig sein, aber ganz cool. Wow, gut schaust du aus heute. Sauber. Wir steigen heute mal richtig ein, damit ihr beim nächsten Feuerwehr-Stammtisch-Fachgespräch auch mal mitreden könnt. Man muss nicht nur praxisfit sein als Feuerwehrmann, man muss auch ein bisschen über Theorie, ein bisschen Hintergründe kennen. Und das machen wir heute zusammen. Heute geht es um das Thema Mindeststärke und was das ist, okay? Los geht's. Ja, Mindeststärke nach Feuerwehrverordnung. Da geht's schon los. Feuerwehrverordnung, also Feuerwehrdienstvorschriften kennen ja noch viele. Wo steht so, was man machen soll? Da gibt es ja verschiedene von. Aber Feuerwehrverordnung, das umfasst alles. Da werden wir noch mehrere Themen, glaube ich, von anschneiden, weil ich finde das eigentlich recht spannend, was es da gibt. Und da ist halt alles geregelt, wie eine Feuerwehr, was es für Feuerwehren gibt. Auch die ganzen Dienstgrade, ne, was man so auf den Schultern hat, wer was ist, wie man die erkennt. Das ist alles so in der Feuerwehrverordnung geregelt, wann man befördert werden kann. Das ist vielleicht für manche auch interessant. Aber diese Mindeststärke, das ist was, was in der Feuerwehrverordnung drin steht. Das ist nur mal so ein Screenshot davon. Nicht erschrecken. Ich habe das, was wichtig ist, mit gelb markiert. Das ist sozusagen nur, dass man es mal sieht, hier die Feuerwehrverordnung, FWVO. Und hier unter 3 findet man die Mindeststärke. Ne? So. Da gibt es noch mehr, wie die Feuerwehren aufgebaut sind, taktische Einheiten. Übrigens, da empfehle ich jeden von mir, gibt es dann noch so ein Filmchen. Ich werde es hier oben mal kurz nebenbei ein bisschen laufen lassen. So, dieses Filmchen, wo man nochmal sieht, was es für taktische Einheiten gibt, welche Größen, was eine Gruppe ist, was ein Zug ist, was eine Staffel ist, ein selbstständiger Trupp. Das empfehle ich jedem vielleicht nochmal zu gucken, wer da nicht so fit ist. Ist überhaupt nicht schlimm. Vergisst man noch manchmal gerne, ne? Aber wie gesagt, hier steht das drin mit der Mindeststärke. Und da steigen wir jetzt mal drauf ein, damit wir dich mal schnell fit kriegen. Dauert nicht lange, volle Pulle. Los geht's. Was gibt es für Wehren? Und zwar meine ich jetzt nicht, ob es Berufsfeuerwehren gibt, freiwillige Feuerwehren, davon rede ich nicht. Ich rede von diesen 3 Arten von Feuerwehren. Und zwar gibt es eine Grundausstattungswehr. Das sind wir zum Beispiel. Also nicht schämen, wenn ihr auch eine Grundausstattungswehr seid. Ne? Netter Ausbilder hat immer gesagt, auch mit einer kleinen Feuerwehr ist immer die Speerspitze der deutschen Feuerwehr. Okay, ich hoffe, das baut dich auch auf. Okay, zweite ist eine Stützpunktwehr. Und dann gibt es noch eine Schwerpunktwehr. Okay. So, was ist was, damit ihr ungefähr euch ein Bild machen könnt, was sich dahinter verbirgt. Und zwar eine Grundausstattungswehr muss nicht so sein, kann aber so sein, hat zum Beispiel ein MTW und ein Löschfahrzeug. Das kann ein TSF sein, das kann TSFW sein, kann auch ein LF8 sein noch oder sowas, ne? Ist egal, darum geht es mir nicht, nur wichtig ist Grundausstattung. Es kann auch mal sein, dass man diesen MTW nicht hat, sondern nur ein Staffelfahrzeug, ein TSF. Hatten wir auch lange Zeit, viele Jahre. Okay? Dazu werde ich nach dem Nachspann noch eine Kleinigkeit mal zu sagen. Meine persönliche Meinung, was die Mindeststärke angeht bei einer Staffel, vorher beim Staffelfahrzeug. Okay, aber nach dem Nachspann schaut euch das an, wenn ihr noch einen Moment Zeit habt. Okay, Grundausstattungswehr, ein Löschfahrzeug und vielleicht noch ein MTW. Für Jugendfeuerwehr, Kinderfeuerwehr ist so der Klassiker. Das nächstgrößere ist ein Stützpunkt. Meistens Stützpunkt da, wo sich die anderen drauf stützen können. Die anderen Grundausstattungswehren können sich meistens um einen Stützpunkt drumherum gesiedelt darauf verlassen, dass wenn ein bisschen was Größeres ist, dass die vielleicht ein Tanklöschfahrzeug haben oder ja, wie gesagt, noch ein schönes Löschgruppenfahrzeug oder was ich, ein MLF, was es alles gibt. Und ein ELW1 vielleicht, MTW, wie gesagt, kann abweichen, ist kein Muss. Nur ungefähr. Und Schwerpunkt ist natürlich das ganze Ballett. Ne? ELW2, Drehleiter, ELW2, eine richtig großen Funkbutze, verschiedene Rüstwagen, vielleicht auch ein Boot. Alles, was ihr euch vorstellen könnt. Ne? Ist ein Schwerpunkt, je nach Gebiet, mit einem gewissen, vielleicht einem gewissen Schwerpunkt auch verlagert. Wasser, wenn man ein großes Gewässer hat, vielleicht 1, 2 Boote und so weiter. Grundausstattung, Stützpunkt, Schwerpunkt. So, und danach werden wir es unterscheiden, weil die Mindeststärke wird nämlich genau diese 3 Fälle behandeln.
Ne? Es kann nicht sein, dass wir hierfür vielleicht 30 Leute haben müssen. Finden wir gleich raus. Für den Schwerpunkt auch nur oder 30 für einen kleinen Ort ist zu viel. Also man hat da schon diese Mindeststärke je nach Feuerwehrart oder Feuerwehrtyp angepasst. Okay? So, fangen wir mal an. Wie ist die Mindeststärke? Und ich will euch das so beibringen, nicht, dass ihr euch eine Zahl auswendig lernen müsst, wie ganz schlau, sondern wir werden es ableiten. Ne? Wir werden gleich hier Zahlen reinschreiben, einmal für Grundausstattungswehr, Stützpunkt und Schwerpunkt. Dafür nehme ich ganz kurz nochmal die Feuerwehrverordnung zur Hilfe. Und ich markiere euch jetzt mal, was wichtig ist. Und zwar geht es jetzt nur um diese Grundausstattungswehr. Ich hoffe, das könnt ihr lesen. Und hier steht jetzt gelb gemarkert, eine Gruppe. Du brauchst mindestens eine Gruppe als Grundausstattungswehr. Das sind wie viele Leute? 9, ne? 1,8, sehr gut. Ihr braucht, habe ich hier extra auch gelb markiert, einen Ortsrandmeister oder eine Ortsrandmeisterin, stellvertretende Ortsrandmeisterin oder stellvertretende Ortsrandmeister, ne? Also Ortsrandmeister, Stellvertreter und die Anzahl der Funktionen, kommen wir gleich noch zu, und eine Reserve von 100%. Ich fasse mal kurz zusammen, okay? 100% Reserve. Da gehen wir gleich drauf ein. Hier unten ist ein Zusatz, das einen vielleicht ein bisschen entspannt, wenn man mal ein schlechtes Jahr oder schlechte Jahre hat und man kommt unter die Mindeststärke, die wir gleich rausfinden. Gibt es ja eine 90% Regelung, die man mal nutzen kann, dass man sagt, wir fahren jetzt runter, aber wir haben schon die Nächsten aus der Jugend, die bald kommen. Da weiß man, da wird bald wieder diese Mindeststärke auf alle Fälle erreicht. Ne? Dann ist hier extra so eine Zusatzzeile, die dir ein bisschen Entspannung verpassen kann. Okay, nur, dass ihr das gehört habt. Wir fangen jetzt an mit der Grundausstattungswehr. Bereit? Die Grundausstattungswehr, sagten ja vorhin in der Feuerwehrverordnung, eine Gruppe. Eine Gruppe sieht aus, bei mir jetzt ungefähr so. Ein Gruppenführer, 8 fleißige Helfer. Okay, hier steht Gruppe 1. Fasse ich jetzt mal so zusammen. Und da stand 100% Reserve. Das heißt das Gleiche nochmal. Gruppe 2. Gruppenführer, Gruppe. Gut. Eine Gruppe hat, haben wir vorhin schon drüber gesprochen, 9 Leute. Natürlich die andere auch. Ne? 9 und 9, Mathe LK, ungefähr 18. So, was kommt noch dazu? Ortsmeisterin. Und stellvertretende Ortsrandmeister macht 2 dazu. Das heißt, wir rechnen jetzt von links, 9 plus 2 sind 11, plus 9 sind ungefähr genau 20. 20, mit dieser Zahl kann ich leben, ist genau das, was die Feuerwehrverordnung gesagt hat. Die Grundausstattungswehr hat eine Mindeststärke von 20. Bitte hier drüber bleiben und die Feuerwehr steht gut da. Okay, Stützpunkt. Gucken wir an, was steht in der Feuerwehrverordnung? Das gleiche nicht. Stützpunktfeuerwehr. Wir waren nämlich hier oben, jetzt sind wir im Stützpunkt. A ist eine Gruppe und ein selbstständiger Trupp. Schon ein bisschen mehr. Selbstständiger Trupp, 3 Leute mehr. Oder, ganz wichtig, oder, nicht und, oder 2 Staffeln. Staffel war 1,5, ne? Okay, wir machen das obere Beispiel. Eine Gruppe und selbstständiger Trupp. Und der Rest ist gleich geblieben. 100% Reserve, Ortsmeister, Stellvertreter. Sieht aus wie folgt. Stützpunkt. Wieder unsere Gruppe mit 9 Leuten. Gruppe 1. Okay? Und der selbstständige Trupp. Wichtig ist beim selbstständigen Trupp, der den selbstständigen Trupp führt, der Truppführer sozusagen, der muss eine Gruppenführerausbildung haben. Ne? Deshalb ist er hier so ein bisschen extra für euch ein bisschen größer gemacht, damit ihr euch daran erinnert. Okay? Also 9 plus 3 haben wir eine Gruppe und selbstständigen Trupp. Das Ganze mit 100% Reserve. Muss ich ein bisschen beiseite. Hier 9 und 3 nochmal dazu. Und ihr wisst es schon, dazu kommt Ortsmeister, Stellvertreterin. Das sind nochmal 2. Jetzt rechnen wir durch von hinten. 9 plus 3 plus 2 plus 9 plus 3 sind 26. Korrigiert mich, wenn ich falsch liege. 26. Geheimnis ist schon gelöst. Für den Stützpunkt braucht ihr mindestens 26 Kameradinnen und Kameraden. Okay, jetzt kommen wir zu einem Beispiel Schwerpunkt.
Sieht ein bisschen umfangreicher aus, ist es aber auch. Ist aber nicht schlimm. So, wir gucken nochmal eine Feuerwehrverordnung. Grundausstattung brauchen wir nicht mehr, Stützpunkt nicht mehr. Schwerpunktfeuerwehr. Ganz einfach, hier steht nur ein Zug. Ne? Ist nicht die Lokomotive mit gemeint, sondern der Zug aus mehreren Feuerwehrleutchen. Ne? Der Rest auch wieder gleich. Glück gehabt. Wie sieht ein Zug aus? Und da verweise ich wieder auf meinen Film. Da ist er. Wo ich nochmal die verschiedenen Zugformen, was es so gibt, nochmal aufschlüssel. Okay? Es gibt welche mit zwei Gruppen und einem selbstständigen Trupp. Es gibt mit Staffelfahrzeugen und so weiter. Guckt euch das mal an. Das könnt ihr alle selber einsetzen. Aber ein typischer Zug, wie ich ihn hier so vor Augen habe, den nehmen wir jetzt mal als Muster. Und zwar die Schwerpunktfeuerwehr. Gruppe 1a, erste Gruppe vom Zug. Zweite Gruppe vom Zug. Dazu kommt jetzt ein selbstständiger Trupp. Selbstständiger Trupp 1. Und das Ganze, ein Zug wird geführt vom Zugführer, macht insgesamt einen Zug. Okay? Das ist schon ein ordentlicher Zug. Mit dem kann man schon was anfangen. Ne? Das ist Zug 1. So, das ist alles. Die Zahlen dazu. Eine Gruppe plus eine Gruppe plus ein selbstständiger Trupp plus ein Zugführer. Sind ungefähr 9, 18, 21, 22. Merken. 100% Reserve. Nochmal 22 dazu. Haben wir schon 44. Okay. Was kommt jetzt dazu? Ortsmeister, Stellvertreter, Feierabend. Das war's. Plus 2. Macht in Summe, ich muss ein bisschen weiter rüber gehen, gleich, 46. Rechnet es nach, 22 plus 22 plus 2, 46. Ne? Das heißt, ein Schwerpunkt, Mindeststärke, 46. Für euch habe ich jetzt nochmal für die, die vielleicht in einem Ort wohnen, wo es vielleicht gerade einen Tiefpunkt gibt, nochmal diese 90% mal ausgerechnet. Manche Zahlen sind nicht ganz rund, die habe ich dann auf den nächstvolleren aufgerundet. Da gibt es bestimmt eine Grauzone. Aber das bedeutet für eine Grundausstattungswehr, solange ihr die 18 nicht unterschreitet, ist noch alles gut. Da wird über ein paar Jahre keiner was wahrscheinlich sagen. 24 beim Stützpunkt und 42 beim Schwerpunkt. Merkt euch aber die schwarzen Zahlen, das, das und das. Ne? Nur, ich möchte dazu sagen, wenn eine Grundausstattungswehr vielleicht nur 22 Leute hat und andere hat 40, heißt das nicht, dass die mit 22 nicht so gut ist wie die mit 40. Es kann manchmal auch sein, dass die mit 22 keine Karteileichen haben, dass sie alle fit sind, beim Dienst sind und einer besserer Feuerwehrwilli ist als ich. Ne? Oder es gibt auch welche, da kommen, wie finden manche das Gerät aus nicht. Ne? Also deshalb kann man nie sagen, so viele Leute, besser oder schlechter die Feuerwehr. Ne? Habe ich schon Sachen erlebt, das glaubt man gar nicht. Auch kleine Feuerwehren, die ganz AGT-stark sind, und auch so manche Großübungen gerettet haben, also waren wir ganz viele AGT-Trägern, also PA-Trägern gekommen sind. Ne? Okay, nur so als Hinweis. Grundausstattung 20, 26, 46. Wie man es ableitet, dass du jetzt Profi bist und auch weißt, wo es steht, freut mich, finde ich super. Und ich freue mich noch mehr über ein schönes Gefällt mir oder wenn du mal meinen Channel auch abonnierst. Ich weiß, du hast es schon, danke. Aber für die anderen, ich freue mich riesig und das ist mein Lohn. Ich freue mich. Vielen Dank für die Aufmerksamkeit. Wenige Einsätze. Bis dann. Tschüss. Ja, schön, dass du dran geblieben bist. Ich habe ja noch einen Nachsatz versprochen betreffend der Mindeststärke, okay? Da will ich kurz was zu sagen, aber meine persönliche Meinung. Und wir leben ja in einer Zeit, wo wir merken, dass der Nachwuchs nicht so ganz passt und wir können nicht mehr aus dem Vollen schöpfen. Es gibt demografischen Wandel und so weiter und so weiter. Ein Weg ist natürlich, die Altersgrenze zu erhöhen. Total super, dass es gemacht wurde, weil wir haben auch Leute mit 67, die sind so fitter als so mancher mit 50. Muss man auch mal sagen. Also, dass lieber jemand selber entscheiden kann, wie lange er machen möchte, finde ich super. Aber man sollte auch mal drüber nachdenken, ob man nicht an der Feuerwehrverordnung
für eine Grundausstattungswehr, die nur ein TSF hat oder TSFW. Das heißt ein TSF mit 6 Sitzplätzen und die kein MTW haben, ob da eine Mindeststärke von 20 gerechtfertigt ist. Denn die können ja gar nicht mit groben Stärke ausrücken. Hier sind nur Sitzplätze für 6 Leute. Da gibt es keinen Schlauchtrupp und keinen Melder auf dem Fahrzeug. Das ist eine Staffelbesatzung. Das heißt, wenn wir auch einen Nachbarort fahren und nicht eben mal zu Fuß hinterherlaufen können, rücken wir mit 6 Leuten an. Ne? Die Leitstelle plant uns auch ein mit 1,5. Auch wenn wir eine Beladung haben für eine Gruppe, das wisst ihr sicherlich alle, haben wir trotzdem nur zur Verfügung eine Staffel. Okay? Das heißt, auch wenn wir irgendwo hinfahren, können wir nicht mehr Leute mitbekommen als die 6 Leute. Oder sollen wir mit dem Privatwagen hinterherfahren? Oder mit das Fahrzeug zu voll beladen? Wie ist das denn mit Versicherungsschutz, wenn wir mit dem Privatwagen hinterherfahren? Deshalb meine Meinung nach, wie gesagt, das ist nur Feuerwehr-Willis Meinung, sollte man für solche Feuerwehren, die kein MTW haben und die 20, vielleicht an der 20 Mindeststärke rumknapsen, mal entspannen und sagen, pass auf, ihr werdet mit einer Staffel eingeplant, 6 Leute, 1,5, 100% Reserve dazu, 6 plus 6 sind 12, Ortsmeister, Stellvertreter sind 14. Eigentlich müsste man für solche Wehren sagen, mit 14 habt ihr immer noch das Mindeste, was man braucht. Denn wir brauchen ja gar nicht mehr von euch. Sollte man vielleicht mal jemand drüber nachdenken. Aber wie gesagt, das ist meine persönliche Meinung und du kannst ja auch mal deine eigenen Gedanken dazu machen oder kommentier mal dazu, was du dazu meinst. Okay? Super. Achso, und ich möchte noch ergänzen, dass gerade so kleine Wehren nicht zu unterschätzen sein sollen, wie stark die sind, auch manchmal AGT begeistert und wie wichtig die schon waren in vielen Einsätzen, wo ich dachte, oh, die Großen kommen ja, alles ist gut und alles läuft komplett anders. Und dann sind es manchmal die kleinen Feuerwehren, die die Artenschutzgeräteträger dabei haben und die ganze Show noch retten. Ne? Also bitte haltet an meinen kleinen Feuerwehrchen fest, wie auch wir fast sind. Wir sind noch relativ gut, aber darum geht es nicht. Nur man sollte mal überlegen, wofür die Feuerwehrverordnung wirklich gemacht ist, okay? Super, vielen Dank, euer Feuerwehrwilli. Bis dann.